Nee, warte, Entschuldigung. Aloha. Jetzt. Peace. da das mit dem Stream nicht so geklappt hat, wie ich will, weil ich scheinbar zu blöd dafür bin. Naja, aber es war auch eine sehr spontane Sache und nicht die beste getimte. Und ja. Und ich weiß, irgendjemand hat immer wieder reingeguckt. Aber ich hatte halt gehofft, dass dieser jemand auch Hi schreibt oder so. Und dass ich dann weiß, oh, okay, die Person bleibt. Ich kann anfangen, aber ich bin immer noch schüchtern. Ah, egal. Also dachte ich mir, mach ich halt mal jetzt das kurze Video mit den ersten zwei Dingen und dann mache ich halt zwischendurch immer mal wieder, wenn ich Bock und Laune und so drauf habe. Ja. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, wa? Dazu dann weiter. Ich weiß nicht, ob ich noch die ganz alten Zeichen finde, die ich eigentlich jetzt zuerst zeigen wollte. Ich habe gestern geguckt, ich habe sie nicht so gefunden. Also muss jetzt erstmal so klappen. Also jetzt erstmal nur das. Sonst habe ich noch einen fetten Hefte. Oh, es ist okay. Down. Aber das weiß er. Aber ich glaube mal so viel, wie ich immer labere, erscheinen die zwei Dinger. Nachdem ich umziehen musste, ich war vorher Hefter gewohnt, aber der Kunstlehrer hat Skizzenbücher genommen und was eigentlich eine voll coole Idee ist, du konntest sogar von ihm aus selbst rumschmieren, sag ich mal, also eigene Skizzen mit reinhauen. Es hat ihn nicht gejuckt, hat er nichts gegen, sah er dann als Fleißarbeit. Ja. Nur ich kam halt kurz vor Ende des Schuljahres. Und das war dann so, ich habe noch eine Seite richtig beschriftet und der Rest war halt wieder so, mein Scheiß, es hat sich voll gelohnt. Dann fürs nächste habe ich auch wieder gekauft, aber da war einfach nichts reingeschrieben, also war voll sinnlos. Aber hey, ich hatte ein Skizzenbuch. Egal. Ach ja, und bevor ich gleich aufschlage, tut mir doch mal den Gefallen. Und erratet, welcher Anime mich zum Zeichnen bewegt hat, weil gerade am Anfang sieht man extrem, welcher das war. Also von daher, let's go. Okay, man sieht, kann ich die Adresse. Okay, ich bin ein Spielverderber. Ja. Das Einzige, was ich informationstechnisch drin habe. Ich hätte echt vorher gucken sollen, was man hier sieht. Ich habe keine Lust, das in mein Bearbeitungsprogramm zu schicken, weil das dauert dann wieder so ewig, bis es abspeichern alles. Leck mich. Aber ja, ich glaube, man sieht dezent, von welcher Serie ich das habe. Ich habe es zwar gerade gespoilert, aber scheiß drauf. Nummer 1. Ich wollte wohlgemerkt dieses Pop-Art verarbeiten, das weiß ich noch. Auch wenn man es einfach nicht wirklich sieht. Es ist beschissen mit einer. Oh, ich habe sogar zwei Seiten beschriftet. Noch das zweite zu Pop Art. Ich glaube nicht, dass dazu wirklich dann noch schultechnisch kommt. Entschuldigung. Ja, wie jeder andere Künstler habe ich auch mit Abzeichnen angefangen, aber ich glaube, man sieht den Fehler. Ich habe nie bewusst drauf geguckt, wie wurde was gezeichnet, sondern nur blind Copy und Paste, aber halt schön mit Fehlern. Weil, bitte seht euch diesen verkrüppelten Arm an, dieses extrem große Gesicht mit diesen minimalen Augen. Und ich backe die Haare. Vor allen Dingen, ich weiß auch, ich hatte überlegt, dass ich hier noch Seile ranmache, so dass, als wenn sie auf einer Schaukel sitzt, damit das ein bisschen mehr Sinn macht, aber ich dachte mir anscheinend auch so, und nö, sieht schön genug aus. So. Spoiler. Ja, okay, also, ich glaube, das ist offensichtlich, aber das ist das Einzige. Neben den anderen, das einzig schöne abgezeichnet. Keine Ahnung warum, aber ich konnte Conan gut abzeichnen. Und wie euch vielleicht noch auffallen wird, obwohl nein, ist nein. Das kommt später.
Oh, da hat sie ja das. Und guckt diese majestätische Hand an. Der Arm ist jetzt nicht so wichtig. Guckt diese majestätische Hand an. Verflucht noch mal. Entschuldigung. Hör auf, da und so gehen, wenn ich. Ich bin schon wieder 1,5 Stunden später aufgestanden, als ich eigentlich wollte. Halt die Schnauze, Körper. Dieses wunderbar definierte Gesicht und die Schwabbelbekleidung ignorieren wir jetzt mal auch. Da wurden zwar wenigstens mal die Kleidung gut, aber da sind die Gesichter dann wieder Zustände. Und ich weiß nicht warum, also nicht ganz warum, aber ich mag dieses Bild immer noch, weil ich finde, es hat eigentlich dieses schöne, stille, traurige Ausstrahlung, was eigentlich der ganze Gedanke dahinter war. Es ist voller Fehler, definitiv, aber irgendwie, ich mag's. Und dieses Bild und alle anderen Bilder kennt definitiv nur die Leute, die mich auch auf meiner allerersten Seite begleitet haben, wo ich aber größtenteils so Anime-Bilder gepostet habe. Also sie waren nicht eine reine Zeichenseite. Die kam dann danach. Aber scheiß drauf. Jetzt mal ab. Also die Arme sind in dem Fall echt gut geworden, proportionstechnisch und so. Die Hände sind, sagen wir, süß. Der Körper geht, ehrlich gesagt, aber was mich am meisten triggert, das Gesicht. Guckt euch dieses wunderschöne Gesicht an. Mal neben diesen Klotz von Hals, scheiß drauf. Aber dieses wunderschöne Gesicht. Es ist mega hübsch. Habe ich hier eigentlich irgendwo das Datum? Nein. Ach, verdammt. Aber es war halt alles so um 2014. Ja, da hat es angefangen. Das war auch abgezeichnet. Bitte nimm es mir nicht übel, dass ich nicht die ganzen abgezeichneten Motive da reinschneiden werde, weil ich keine Lust habe. Tut mir leid. Aber ja, das sind alles so Fanarts, die ich halt abgezeichnet habe. Das ist immer noch voll süß. Shinran! Ja. Wunderschön, wa? Das Einzige, was diesmal gar nicht mal so schlecht wurde, waren ihre Haare. Das Schlüsselbein ist voll auf Halshöhe. Scheiß drauf. Das kennt jeder. Ja, eure Fächer. Was wären eure Fächer, die ihr hingeschrieben hättet? Bei mir war es halt Physik. Mathe eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Physik und Astronomie. Entschuldigung. Physik und Astro. Eigentlich bin ich jetzt nicht mal so abgeneigt, Physik und Astronomie so gegenüber. Aber ich war irgendwie so dumm. Also ich dachte, ich verstehe es, aber in Wirklichkeit, ja, wenn ich Glück hatte, hatte ich eine 3 in der Arbeit. Also es war halt für mich schlecht, weil ich eigentlich immer so ein Streber war. Es ist so ein Hyperstreber. Ich habe nie wirklich gut genug gelernt, sage ich jetzt mal. Also ich hätte locker Einsen schaffen können, aber ich war einfach zu faul dafür. Ich habe immer alles auf den letzten Drücker gemacht und das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, aber irgendwie ist immer noch Theorie nicht mein Problem. Yay! Ah. Ja. Ich glaube, meine Freundin hat mal dazu gesagt, da sind Flaschen eingenäht. Das war so ziemlich der erste richtige Faltenversuch. Mal neben dieser wunderschönen Taille und den Beinen, wo ich nicht so wirklich weiß, wie der Körper hier verläuft. Ja. Und da ist es wieder. bei der allerersten Seite habe ich noch Requests angenommen. Also jemand, du fragst, was soll ich zeichnen? Und dann schreibt es halt jemand und das, wie hier steht, Tsubaki von. Sorry. Ah! Entschuldigung. Halt abgezeichnet. Genauso abgezeichnet. Hier das größte Problem ist, finde ich, einfach diese Weste, also die ich gezeichnet habe. Nicht den Charakter an sich. Und vor allen Dingen, sein Gesicht sieht voll lieb aus im Vergleich zum Zeichen. Also der Originalzeichen ist der halt so was Freches, finde ich.
Dann, ich glaube, Rutena ist das Ding. Ich hasse es auch. Zumindest die erste Staffel. Die habe ich halt auch komplett angeguckt, weil ich finde, da haben sie einfach alles verhauen, was ging. Jetzt Ausschnitte, die ich zum Beispiel vom neuen Film gesehen habe oder von einer neuen Serie, fand ich gar nicht mal so falsch. Eventuell gucke ich nie an, auch wenn mir dann mehrere Staffeln dazwischen fehlen. Aber keine Ahnung. Zum Beispiel, wo der halt Kirito angegriffen wird und automatisch nach seinem Schwert greifen will, weil es halt ja jahrelang nicht anders kannte. Auch wenn das inzwischen auch schon wieder ein bisschen her ist. In dem Storyverlauf, keine Ahnung wie lang. Jedenfalls, auch wenn das da schon ewig schon ein Stück nicht mehr hatte, aber ich fand es an sich gut, so ein Easter Egg, weil wenn du jahrelang, ich glaube im ersten Game sind die halt so circa 2 Jahre gefangen, in diesem Setting lebst, dann ist es natürlich, dass du den Reflex hast. Und das ist halt so ein Ding, was ich echt mag, oder wo der halt auf die Fresse geknallt ist, weil er nicht sportlich ist. Beste Stelle. Entschuldigung. Kaito, wo sein Kopf viel zu klein ist, neben der Hand, aber hey, es geht. Da hatte ich schon deutlich Schlimmeres. Ja, dafür hat Shinichi jetzt einen echt krassen Oberkörper. Er hat wieder keinen Mund. Das wollte ich sagen. Aber hey, da bin ich wie Marcel. Running like a Sir. Ich dachte mich immer, ich bin die Einzige, die am Anfang einfach zu dumm war, immer den Mund wegzulassen, solange nicht irgendeine Reaktion damit stattgefunden hat, habe ich den immer weggelassen. Und ich war nicht die Einzige. Das ist voll schön. Hattet ihr das auch? Oder was habt ihr immer weggelassen? So klassisch die Hände? Kakashi, apropos Hände. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? So an diesen Greifarm von diesen, ich sag jetzt mal, Jahrmarkt-Dingern. Also, wo du Plüschis drin hast, wo du eigentlich voll für den Arsch dein Geld reinschmeißt. Und wenn du Glück hast, mal ein so ein kleines Vieh, nachdem du 20 Euro reingedonnert hast, rauskriegst. Ich weiß gerade nicht mal, wie die heißen, aber vielleicht kommt ihr ja drauf. Dieser Gesichtsausdruck, wie oft habe ich den in meinem Leben? Und ich kann immer noch keine Pokés zeichnen. Und vor allen Dingen, weil ich will irgendwie halt richtiges Feld zeichnen, aber ich weiß nicht. Hier haben wir es wieder. Großer Kopf, kleine Augen. Also ja, das war auch abgezeichnet. Also alle, die halbwegs gut aussehen, sind abgezeichnet. So, dann Hatsune Miku. Ich glaube, von Late Alive ist die Olle. Die Hände. Scheiß drauf. Ich hab's immer versucht. Jetzt sieht er aus, als hätte er so ein bisschen. Es ist so ein leicht bolliges Gesicht. Aber naja. Naruto Magara. Das ist wieder das Gesicht verfehlt. Mein, neben den Händen, ganz ehrlich, die sind, das ist eigentlich irgendwo natürlich, wenn du anfängst. Aber am schlimmsten finde ich immer die Gesichter. Die sind immer noch meine eine Danger Zone. Naruto. Und da sind sogar mal die Hände, okay. Ah, nicht wirklich. Oh nein, es gibt jetzt kein Selfie von mir. Akemi. Natürlich auch von Detective Conan. Ran. Immer noch zu kleines Gesicht. Ei und Conan. Ah. Yes. Mein Chip. Ja, es geht sogar mal. Außer der Arm. Der tut mich gerade am meisten. Das ist immer noch relativ süß. Das Gesicht ist ausbaufähig. Ich glaube, das war ein. Warte, das war von der Schule. Ich will euch mal mit euch mein Wissen teilen. So. Zeichentechniken. Beachtet die wunderschönen Bilder. Kohle, Licht und Schatten darstellen, ist schneller, schmiert keine Details. Pittkreide, wie Kohle, nur verschmiert nicht so schnell. Kugelschreiber, Fineliner, Umrisse, Linien zeichnen, Schraffurtechniken. Ja.
Jetzt seid ihr auch schlauer. Kein Pocket. Auch wieder abgezeichnet und außer die Hand größer geht das sogar mal. Auch wenn das halt Gesicht, denke ich, immer noch zu klein ist. Also dafür, dass es eigene Proportion war, ist es echt erstaunlich gut geworden. Ihr werdet spätestens im zweiten dann gleich so ein paar ungewollte Krüppel-Lilliputs sehen. Yeah! Gerade ein Bild. Oh, das wird schön. Entschuldigung. Lilliput Mannsweib. Also dezent maskuliner Dings, aber dafür ist das Gesicht relativ schön geworden eigentlich. Beziehungsweise ganz schön. Jetzt sind es halt die Schultern und Arme. Warum nicht? Ah ja, stimmt vom, ich glaube, siebten EC-Film, also Detektiv Conan. Ich meine immer Detektiv Conan und nicht die Helden. Ich bin nur zu faul, das immer auszusprechen. Ich könnte ja jetzt singen, aber ich habe keine Lust. ja, sie haben einen sehr, sehr gestauchten Körper. Das wird nicht die letzte sein. Und auf der einen Seite würde ich gerne wissen, wie ich mir den Körper gedacht habe. Auf der anderen Seite habe ich Angst. Und es ist wieder ein wunderschönes Profilgesicht. Seht ihr das? Aber hey, ich habe den nicht den Hals gebrochen. Ich hasse es wie die Pest, wenn die Leute sowas total Süßes zeichnen wollen. Aber dann sind sie so schlau. Das ist ein Rücken. Und du kannst in diesem Fall das Gesicht maximal bis zu 90 Grad drehen. Also im Profil. Jedes Grad mehr bricht den Hals. Wir sind nicht so gebaut. Wir sind keine Eule, leider. Und dann siehst du einfach so drei Viertel des Gesichtes zum Betrachter gedreht. Und ich sitze dann immer so vom Rechner oder vom Handy. Meistens aber vom Rechner. Alter, warum müsst ihr denn immer den Hals brechen? Aua. Und wenn ich es dann reinschreibe, dann kommt meistens so, ja, aber so finde ich es schöner. So gebe ich ja manchmal auch so bei meinen alten Bildern reagiert. Ich will da gerade gar nicht Engelchen spielen. Aber es ist dann trotzdem so ein Punkt, wo ich mir denke, du weißt, du brichst ihnen den Genick. Sie sind, sagen wir jetzt mal, Zombies. Nein. Ich habe schon lange keinen Perfektionismus und ich bin auch so selbst stolz drauf. Aber nein, bitte hört auf, ihnen den Hals zu brechen. Was angefangen ist, was nicht beendet wurde. Aber so schlecht war es gar nicht mal, jetzt mal ehrlich. Oh, noch ein Infoblatt. Noch mehr Schule. Mensch, wir können noch schlauer werden, Leute. die Proportionen sind zwar immer noch krass gestaucht, aber ganz ehrlich, ich finde es diesmal im Gesamtbild eigentlich gar nicht mal so scheiße. Und mich ärgert es gerade echt so ein bisschen, dass ich nicht das Datum dazu geschrieben habe. So, wie gesagt, wir werden jetzt noch schlauer, Leute. Ein Infotext über Pop Art. Ich schulde den Comics die Elemente meines Stils und nicht die Themen. Okay. Roy Lichtenstein. Ist okay. Ich nehme dir deine Beichte ab. Und keine Lust ist. Macht halt und lest selbst. Ja, wenn mir die Skizze selbst nicht gefällt. Da ist er nochmal. Ich glaube, das war der Daumen. Wartet mal. Dieser Daumen ist richtig, weil er zum Körper zeigt. Dieser Daumen ist falsch, weil er weg vom Körper zeigt. Ich habe hier also die Hand gebrochen. Aber hey, die ist eh nicht ganz ausgebildet. Sexy as fuck. Und nein, ich weiß nicht, das sollen Falten sein. Ich weiß nicht, wie diese Falten zustande gekommen sind, weil die sind ja eigentlich nicht mal hier drin in der Hose reingeklemmt, ist das T-Shirt. Ich habe keine Ahnung. Weil neben dieser sexy Hüfte, die hilft schon. Boah, mon ami. Bitte fällt nicht vom Stuhl vor Sexiness. Ja. Verschiedene Augen ausprobiert, die alle awesome as fuck sind. Spoiler, es wurde Nummer 3. Wie gesagt, die Proportionen sind eigentlich extrem gestaucht, aber es geht im Gesamtbild. ja, die Hand ist ein bisschen deformiert. Der Arm. Ist auch wieder abgezeichnet, ist voll süß. Die habe ich aus dem Kopf gemacht. Sieht man kein bisschen an die Proportion. Hallöchen. Wie gesagt, extrem gestaucht eigentlich von den Proportionen her. 1, 2, 3,
Ja, die ist ein Lilliput. Aber es geht so vom Gesamtbild her. Ein Comic versucht. Kleine Lay, Little Lay und Luna. Da ist nochmal Luna. Ich muss die definitiv ihre Eltern mal so nochmal richtig zeichnen. Ja. Welche physikalischen Gegebenheiten sie jetzt festhält, dass sie nicht runterklatscht, ist mir ein Rätsel, aber hey, es klappt. Diese Hand ist extrem wunderschön. Und er sieht nicht aus wie, das sollten Muskeln sein. Wie ein gut gebauter Typ, sondern wie deformierter Milchmann. Eine Little Lay ist nur noch als Kleinkind und das ist voll süß und da geht in Proportion sowas von durch. Das ist, ich glaube, ich krieg das jetzt nicht mehr hin. Von einer inzwischen jahrelang dauernden Fanfiction, ein Detektiv-Conan-Universum, wo wir dann irgendwann Layla reingeschmissen haben, weil, ach stimmt, weil ich Alcor nicht gut genug kenne, um sie wirklich zu spielen. Also haben wir sie durch Lay ersetzt. Und es ist schon lange nicht mehr Conan. Außer, dass die schwarze Organisation natürlich existiert, weil Jin und Kaijus Organisation. Und hier mal die einen beiden töten wollen. Und wir uns regelrecht darum prügeln, wer von denen mehr massakriert wird. Man sollte niemals unseren Chatverlauf lesen. Bitte nicht. Man würde echt denken, ich bin eine Psychopathin, wenn man den liest. Tja, wer weiß. Aber hey, Layla und Kit. Also, Kaito. Entschuldigung. Ich wollte nicht deine Identität verraten. Ja, ich würde mir auch den Arm festhalten, so fett wie der angeschwollen ist, tut es bestimmt weh. Noch meine Little Lay, aber die ist mir nicht so gut geworden. Von einer meiner 1000 Story-Ideen, die sollte übrigens eine Drachentrainerin oder sowas ähnliches werden. Dieser wunderschöne Drache, Alter. Erstens, die Pose ist. Da muss ich wieder an den einen Eisbären von Pokémon denken, der da so einen krassen Busch hat und dann auch so ähnlich dasteht. Der Kopf ist awesome as fuck und erstens der Schwanz, vermutlich habe ich es mir so gedacht, aber es sieht extrem falsch aus. Na gut, es sieht alles da falsch aus. Und die Flügel sind sehr, sehr einzigartig. Sagen wir es so. Heiji, nochmal ne. Han, ich glaube, das war selbst gedacht. Das definitiv nicht. Ich glaube, das war eine Zusammenstellung von mehreren Bildern. Ne, das ist immer selbst ausgedacht. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das selbst gemacht habe oder dafür Bilder zur Verfügung hatte. Versuch eines Wind darzustellen und endlich ich hatte Schlimmeres. Yay! Tierchen! Und das ist alle. Yeah! Und hier ist ein richtiges Spoiler, wovon wenn es hierher kommt. Almi Detektiv Conan. Okay, man sieht meine Adresse wieder nicht. Sehr schön. So. Aber es geht. Also ich meine, die Gesichter waren da ein bisschen besser. Ich habe nur gesagt, ein bisschen, okay. Haha, ihr habt reingeguckt, ihr müsst jetzt ein Like geben. Und ein Abo und ein Kommentar. Und es ist sinnlos. Egal. Dezentes Mannsweib, also die fetten Arme ruinieren alles. Ja, diese Hände sind extrem schön, Alter. Schöner ist das, was ich jetzt mache. Mein erstes Mal mit Farbe. Haha, erstes Mal. Entschuldigung. wie man hier sonst nicht so gut sieht, außer wenn ich rangehe. Der versucht, den blauen Umgebung einzufangen und hier die gelben Streben, weil Highlights und dann nochmal mit. Gel-Liner, weil Highlights und dieser Körperbau. Awesome as fuck. Ja, es ist wunderschön, oder? Oh, da kommt's. Oder nee, ich glaube, da hatte ich noch ein Schlimmeres. Das war aber auch ein Fullbody mit ihr an ihrer Schulter. Seht ihr das? Ich habe ihre Titties sehr angedeutet. Meine Fresse. Ja, sie hat wenig, aber so weit oben und wieder auch nicht. Ich fahre gerne meine Charaktere
Und inzwischen geht das deutlich brutaler. Wieder dieses wunderschöne Profil. Aber sonst geht der Rest eigentlich. Diese Papierflügel. Sie sind wow. Der Rest ist dafür eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß gerade gar nicht, ob das abgezeichnet war. Ich glaube aber nicht. Wunderschön. Da geht sogar das Profil. Also, das war die erste halbwegs vernünftige Fullbody-Zeichnung, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja gerne was anderes in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das Kleid werde ich nochmal rebooten. Es ist ein Baby-Kaito. Also ein Kleinkind-Kaito. Und der ist voll süß geworden. Das habe ich abgezeichnet. Und wie vorher erwähnt, bitte tönt mich nicht. Ich werde nicht die Originalbilder reintun. Schon allein, weil ich gar nicht weiß, wie man dieses Mini-Feld schafft, wo man dann zeigt, wie es original ist. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich dafür auch noch Vorlage hatte. Ich glaube, für den Körper ja. Und da wollte ich Flügel ranpacken. Keine Ahnung. Lena! Die wird noch sehr, sehr oft vorkommen. Abgezeichnet. Abgezeichnet. Wunderschön. Geht. Da fuck. Da fuck. Das wurde dadurch geboren, weil auf einmal gefühlt jede zweite Künstlerseite damit anfing, einen Headshot als Profilbild reinzuladen. Und ich wollte nachziehen, aber hat irgendwie nicht so geklappt. Oder nur ein Auge. Ah. Rayvon. Warte. Genesis Evangelion. Ich habe es nie geguckt, das war wieder ein anderer Quest. Der OC jemand anders. Also der OC von jemand anders. Es geht. Er setzt mich früher erwischt oder das hier. Mensch, ist das sexy. Ja. Nein. Es sieht aus wie ein Typ mit langen Haaren. Es tut mir leid. Ja, wer kennt ihn? Swag. Das sagt das Bild alles. Swag. Swag. YOLO. Das geht sogar mal. Also vor allen Dingen dafür, dass es ein Headshot ist. Oder Bustshot. Keine Ahnung. Aber es geht. Ich hatte echt schon Schlimmeres. Hakuga, glaube ich. Keine Ahnung. Eine wunderschöne Meerjungfrau. Auch wieder eine Story-Idee. Typ Feuer. Es soll Feuer im Hintergrund sein. Geist. Die Kleine ist süß. Und Pflanzen. Wunderschöne Waffen, wa? Alter, also, das soll's doll. Angst. Das sollte ein Chibi-Versuch sein. Das ist wieder ein Comic-Versuch, aber dagegen. Ich meine, das ist schon Schlimmeres. Die scheitern. Ich möchte mal kurz zu würdigen wissen, dass auch wenn es ein echt grottenschlechter Farbverlauf ist, also hier zumindest, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Wunderschön. Ah, wie heißt er nochmal? Von Alchemie der Freund. Shuichi. Ran. Wieder eine Story-Idee. Es werden noch sehr viele kommen. Ich habe Angst vor ihm. Ja, das war wieder der Engelversuch. Das war abgezeichnet und diesmal schon mal besser. Das war nicht abgezeichnet und man sieht's. Wirklich, es geht. Ja. Also am schlimmsten sind eigentlich so Haare und Kopf. Der Rest geht. Das war nicht abgezeichnet und ganz ehrlich, das ist definitiv ein Fortschritt. Habe ich hier irgendwo mal. Ja, ich habe ein Datum. Oh, das ist das erste Datum. Okay. Ich hoffe, ich habe ab da richtig mitgemacht. 9.11. Also, ich habe September erst richtig angefangen. Es war so 2, 3 Monate danach. Und hier kommt wieder eine Rückbildung. Ja. Eine Fanart. Ran und Chili-Chi. Ihr Gesicht wurde nur Kacke. Ja, das ist definitiv die schönste Zeichnung in diesem ganzen Skizzenbuch, mal ganz ehrlich.
Ich weiß, die Proportionen sind kacke. Aber die Haare haben echt was. Und ich habe halt mit den Linern so gesketcht, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich halt nur noch mit Bondis eingefärbt. Also, die hatten definitiv was. Shinichi in Fettvariante. Mein Gott, hat sich bei mir gehen lassen, Leute. Flügel. Mit gleichen Tendenzen zu meinen heutigen. Und die allererste Eyeliner. Ich glaube, ich hatte den Tag ihre Augen verkackt und deswegen hat sie komplett schwarze. Aber ich habe jetzt einfach nur aus Trolling-Prinzip gerade Lust, wieder dieses Zeug zu geben. Ich glaube, was mache ich noch? Keine Ahnung. Aber ja, sie hieß zuerst Elena und dann hat mir irgendjemand diesen Tipp gegeben, dass man noch ein Vokabel war, doch AE und so weiter, oder? Reinschmeißt und dann klickt so elfenhafter und daraus wurde alleine. Ich könnte auch Elaine sagen, aber ich mag die deutsche Aussprache lieber. Ausnahmsweise mal. Ja. Wenn das meine einzigen Probleme waren. Aber ja. Darauf könnte ich unter anderem achten. Ja, die. Warum Suna? Keine Ahnung. Ich hatte anscheinend zuerst eine andere Protagonistin namens Suna. allein das Menschen-Ich, was ich inzwischen halt verworfen habe, was ihr ja vom allerersten PNQ kennt. Ihr kennt es alle, ich weiß es. Und die anderen Bilder. Das waren dann noch die anderen zwei. Ich muss ihr definitiv noch ein Outfit geben mit so einem Rock, einfach um die ersten Zeiten zu würdigen. Und eine Steinswand, die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Das hier ist auch eigentlich ganz süß. Wir achten nicht auf die deformierten Proportionen. Oh, verdammt, ich habe das hier jetzt auch nur im Notizbuch genutzt. Kleidung aus besonders elastischen Pflanzenfasern passen sich der Form und Leier nicht aus. Fantasy. In Einbeutelkräuter, da sie auf Heilen spezialisiert wurde, in anderer Waffe zur Verteidigung. Und das ist immer noch so am Anfang. Am Anfang brauchst du die Kräuter, weil sie halt wirklich erst nur sehr schleppend Heilung erlernt. Kein Pflanzenbändigen. Stulpen zum Schutz der Beine vor Gift. Efeu etc. Ja, dank meiner Symbiose-Idee mit den Elementen ist das jetzt sinnlos. Aber ich kann ihr gern Stulpen geben, weil Stulpen schön sind. Wie ich die Verwandlung in Menschen mache, ist noch offen. Also, ich habe da noch so mehrere Ideen, um ich noch ganz gucken, wie ich das mache. Und ich habe gar keinen Bock, das vorzulesen. Also, haltet es an, wenn ihr neugierig seid und lest jetzt. Und weiter. Ja, weil Pupillen out waren. Ja, dann habe ich mal versucht, so grün mit in die braunen Haare zu bringen, weil YOLO. Aber ich finde den Falten Wolf, auch wenn er eigentlich gar keinen Sinn hier ergibt, gar nicht mal so schlecht. Hat was. Weil ich einen wunderschönen Augenblick haben wollte. Hat jemand wenigstens einen Schenkelklopfer gehabt? Ja, sie haben alle voll das krasse Feeling drin, aber. Usagi? Eigentlich sollte sich so mit den Zeigefinger an den Mund anfassen, aber es sieht aus wie ein Stinkefinger. YOLO! Von Fairytale, die weiße Katze, deren Name ich einfach nicht aussprechen kann. Oh, ich habe das gar nicht mal voll gemacht. Oh, verdammt. Ja, ich habe, wie angesprochen, eigentlich noch. Moment. Diesen Ordner voll. Aber, da ich, wie gesagt, immer meine Stunde Zeitlimit habe, würde ich sagen, verschiebe ich das auf ein nächstes Video, weil das alleine wird definitiv eine Stunde brauchen, weil da habe ich sehr, sehr viel zu erzählen. Und ja, eben. Ich hoffe, euch gefällt das kleine spontane Video. Ihr seid gespannt aufs nächste. Mein kleines Vetterchen. Und ja, wir sehen uns dann alle nächstes Jahr noch, ne? Haut rein. Lasst euch nicht so sehr ärgern. Und wie ihr alle sehen könnt, wir sind alle Schande am Anfang. Wir zeichnen alle Scheiße am Anfang. Also denkt einfach nur an den Spaß, an den Hobby und der Rest kommt von alleine. Fast von alleine. Aber ja, wie ihr seht, habe ich auch einen Scheiß auf Proportionen gegeben und es hat sich trotzdem irgendwie gebessert. Das ist awesome.
Also, yeah. Oh, wartet. Ich kann wenigstens noch die Kakaos zeigen. Also meine ersten. Das ist ein Teil meiner Copic-Liste. Diese Sachen versuche ich immer zu verkaufen, aber ich glaube, es ist bei mir. Egal. Meine allerersten Kakaokarten. Da sind nur noch ein paar, die ich habe, weil ich den Großteil immer vertausche. Ich zeichne eigentlich immer nur Kakaos zum Tausch. Also Kakaokarten, abgeleitet von dem Getränk, aber es ist was anderes gemeint. Die Abkürzung steht für Karten, Auflagen, Originale, Kunst. Irgendwie so. Ja. Das sollte ein Flammenmeer werden, in dem Sinne, aus dem ein Löwenkopf kommt. Ein richtiger Löwenkopf im Prinzip und dann die Flammen. Wunderschön. Voll süß. Alter. Es ist mega süß, wie ich es jetzt in Little One gezeichnet habe. Ich glaube, ich kann das inzwischen nicht mehr. Aber mit den Naruto. Das ist so cool im Hintergrund, egal. Ihre Engelsform. Wieder ein Auge, weil, keine Ahnung. Juno. Mieze, eigentlich für einen Tausch, aber irgendwie hat es mir dann so gut gefallen, dass ich es behalten habe und ich hatte definitiv Schlimmeres. Der erste Chibi-Versuch. Ah, oh, hier ist die allererste Roxy. Mein Gott. Ich glaube, in dem Ordner werden wir dann noch die neue Roxy sehen, aber das ist mein allererster Roxy-Versuch. Auch wieder Chibi. Meine Gott, sie hätten. Keine Ahnung. Random Cat Girl, Shinichi, Kaito, Lei, Roxy! Ja, oben Doppelzopf und jetzt die normale Roxy, so sieht sie auch inzwischen aus. Kleines Outfit, das sich auch wieder gewandelt hat. Meine Gott. Aber es geht, vor allen Dingen, ich mag irgendwie so diese Haare, auch wenn sie extrem viel Volumen hat. Scheiß drauf. Eine Meerjungfrau mit extrem schönem Gesicht. Und hier ist dann auch schon wieder so ein kleiner Timeskip. Also, wenn man die vergleicht, ich meine, klar, es sind beide fehlerhaft, aber du siehst einen Timeskip einfach. Das Auge, wo sich nur die schwarze Pille bewegt, aber der Rest nicht. YOLO, Ashley, Lina, Marlene, Cassie, die inzwischen braun zu blond hat, Layla, Lynn, Layla beim Kochen, eins ihrer Hobbys, Alina beim Zeichnen, beziehungsweise ja dokumentieren, Raven, Alina, Melina, Marlins Mom. Ich wollte einfach nur die Flügelringe würdigen und ich finde, es hat immer noch was. Ray, Sailor Moon, Melina, Lynn. Ich mag das Motiv immer noch, obwohl es eigentlich gerade der Hintergrund extrem falsch ist. Das ist so. Weil ihre Proportionen gehen da auch schon. Meine allererste Full Body Kakao. Und ich habe halt am Anfang wirklich nur sitzen gemacht, damit ich mich so an die kleine Größe gewöhne. Melina, als ihre Kraft weggibt. Black Lady, Sailor Moon. Von Angel Beats, Iwasana-san und Yui. Vor allen Dingen, mich triggert es einfach, ich finde Iwasana-san. Iwasana, das ist immer so merkwürdig, wenn in deutschen Übersetzungen dann immer noch dieses San und Chan ist. Die ganzen Anreden, die in Japan natürlich sind, bei uns wirkt das halt so ein bisschen, ich sag's mal, verkrampft. War hier voll gut geworden, auch der Umhang hinten. Und dann kommt Yui. Sie hat so voll das maskuline Gesicht. Es tut mir leid, Kleines. Es tut mir so leid. Mich ärgert das so sehr, weil die Karte ist echt gut geworden. Von der Atmosphäre her und auch proportionstechnisch. Und dann kommt sie. Mein Swipe zerstört dich. Meine allererste Karte mit zwei Leuten. Oh mein Gott. Also, ich meine, ich bin so schon kein Kleinzeichen-Fan und dann Kakao und dann noch zwei Charaktere ist so. Ja, wunderschön. Pyra, kurz vor ihrem Dings und als Easter Egg dachte ich mir, hat sie einfach mal Johns Handschuhe an. Auch wenn mir erst später aufgefallen ist, dass die Armstrümpfe, keine Ahnung, wie man das nennt, Handschuhe unten drunter orange sind, aber nicht der Handschuh. Das ist mir dann erst später aufgefallen und dann war es halt zu spät. Glocken der Vernunft. Ein Amt gegeben nach Rassenschau, weil ich da einfach nicht in die Rasse reinkam. Melina. Immer noch eine meiner Lieblingskarten. Ja, es ist schon wieder Timeskip. Wie gesagt, ich habe meistens immer die Sachen weggegeben. Velvet. Emerald.
Jetzt ist leider die 2 Wochen Pause. Ja, und das war's. Wie gesagt, ich habe die meisten Sachen mal weggegeben. Okay, das war's jetzt. Aber ja, Leute, man kann sich bessern. Und ich hätte auch die Kakaokarten rausnehmen können, weil ich eigentlich bei allen, glaube ich, das Datum reingeschrieben habe, aber ich bin gerade zu faul. ja, also es sind halt die ersten Zeichnungen und da kann ich noch nicht wirklich zu viel sagen. Die richtigen Romane, die kommen erst mit dem Ordner. Und ja, freut euch definitiv drauf, es wird lustig. Und ich hoffe aber, dieses relativ schnelle Durchblättern hat euch trotzdem gefallen. Habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns und wie gesagt, das war meine noch ersten auffindbaren Anfänge. Wenn ich noch die anderen einzelnen Blätter finde, zeige ich die euch auch gern, aber im Moment habe ich sie gerade nicht gefunden. Aber ja, ich hoffe, es war unterhaltsam. Ihr könntet mit mir lachen. Ihr habt euch angesprochen gefühlt von meinen Scheiß. Keine Ahnung, inwiefern angesprochen gefühlt, aber wie gesagt, sie sind alle sehr, sehr proportionstechnisch, sagen wir, eigenes Niveau. Aber manche Bilder, finde ich, hatten echt schöne Atmosphäre. Wie eben zum Beispiel das im Wald. Egal. Tüdelü. Da ploppen jetzt noch Videos auf, die könnt ihr super gerne anklicken. Dann ploppt mein Avatar auf, wo ihr ein Abo da lassen könnt. Also ich meine, ihr müsst nicht mal runterklicken, ihr müsst einfach nur auf diesen Avatar klicken. Voll geil, oder? Oder wenn du auf den Avatar gehst mit der Maus oder mit der Hand am Handy, dann ploppt da das Abonnieren. Egal. Ihr könnt alles tätigen, was da zu sehen ist. Ich würde mich freuen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Lasst euch nicht so ärgern. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast Januar. Oh Gott. Tschüdelü.